Ja, da hat er recht. Unsere Waffe, wenn wir sie selber in der Hand halten, wird sie uns nicht verraten. Nur wenn sie uns einer klaut, dann ist damit der Stich, aber das werden wir ja nicht zulassen. Also, er hat gerade nochmal das gesagt, wenn die Ausrüstung zu sehr beschädigt ist, sollten wir sie reparieren. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Ja, da sagt er etwas. Also, er hat es gerade nochmal selber erklärt. Waffe verstärken ist einfach und für die Veredelung oder fürs Umwandeln, wie es hier heißt, brauchen wir ihn dann. Und eine Glut. You can forge armor just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first? Well, that's up to you. But nobody wants to see you go hollow. So whatever you do, you'd better do it well. Natürlich geben wir unser Bestes. Er ist schon ein komischer Kauz, aber er ist einer unserer besten Freunde in dem Spiel neben Solaire. Allgemein sind die Charaktere aus Astora mir die sympathischsten. Der Ritter am Anfang übrigens ist auch aus Astora, also den wir im Asyl getroffen haben. Okay, er hat uns nicht mehr zu sagen für den Augenblick. Deswegen gehen wir erstmal wieder, bis er uns was Neues zu sagen hat. Als nächstes suchen wir mal hier den Weg weiter. Denn wie man hier sieht, geht es hier schon mal zu einer Festung. Aber die Tore der Festung sind verschlossen. Und da drüben ist noch ein NPC, der etwas seltsam aussieht. Nämlich wie eine dicke Zwiebel. Und was macht er hier? Er schläft. Ja, genau. Das hier ist Siegmeier von Katharina. Oder wie ich ihn gerne nenne, Sigi die Zwiebel. Ja. Er wartet hier vor den Toren. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katharina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Ja, er sitzt hier einfach rum und wartet, dass das Tor aufgeht. Still closed. Still closed. Ja. Das Tor wird sich leider auch nicht so schnell öffnen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und vor allem nicht einfach, indem er da rumsitzt und wartet. So, jetzt geht es wieder zurück. Denn jetzt wollen wir in die neue Kirche. Das hier ist übrigens die alte Kirche, wo wir jetzt gerade drin sind. Und ja, ich weiß, unten beim Schmied wäre noch ein Weg weiter gewesen. Aber den will ich noch nicht gehen. Weil dort wartet etwas auf uns, was nicht gerade nett und freundlich ist. Was wir in unserer Lage auch noch gar nicht wirklich besiegen können. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier weiter. Und kann jetzt hier die Jungs ausschalten. Und zwar kann ich sie so ausschalten, wie ich es gerne hätte. Nämlich einfach mit einem Schlag von dem Drachenschwert. So. Und jetzt kommt die nächste große Herausforderung, nämlich, wenn wir hier um die Ecke gucken, sehen wir ihn schon, unseren ersten Benarike-Ritter. Ja, die Jungs hier sind etwas groß gewachsen
Erstens das. Und zweitens sind sie außerordentlich stark. Wenn man nicht gerade weiß, wie man gegen sie am besten antritt. So, noch eine kleine Scherbe. Mit der geht es jetzt zurück zu unserem Schmiedefreund, weil jetzt wollen wir das Schild mal verbessern. Das ist das Erste, was ich verbessern möchte, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Wir könnten natürlich theoretisch auch bei ihm die kleinen Scherben für 810 kaufen. Aber das ist etwas teuer, zumal wir gerade mal mit 1100 Seelen hier rumkrebsen. Das reicht jetzt mittlerweile nicht mal mehr für einen Stufenaufstieg. So, deswegen gehen wir zu ihm. Und sagen Waffe verstärken. Und zwar wollen wir nicht das Höhenschild, sondern das Drachenschild verstärkt haben. Das können wir zweimal machen. Dann wird das Ganze etwas teurer. Dann kostet nämlich die Verstärkung zwei kleine Scherben. Aber so ist unser Schild schon mal etwas besser, als es vorher war. Also wir verlieren weniger Ausdauer. Dasselbe möchte ich später übrigens noch mit dem Langschwert machen. Das habe ich euch ja versprochen, ich erkläre es euch. Deswegen erkläre ich euch das Ganze mal schnell. Und zwar, wenn man hier die Waffe auswählt, sieht man es am besten. So, wir schalten kurz um. Das Drachenschwert hat einen physischen Angriff von 200 plus 0. Das heißt, man bekommt 0 Eskalierungsbonus durch Attribute. Das sieht man da unten, nämlich unter dem Schaden. Beim Attributsbonus sind überall Striche. Das Langschwert hingegen hat einen Attributsbonus von CC. Das heißt, es kriegt durch Geschick und Stärke mehr Schaden. Das sieht man daran, oben beim physischen Angriff steht hinten nicht plus 0, sondern plus 16. Das heißt, irgendwann wird das Langschwert, dadurch, dass wir mehr Stärke und Geschick kriegen, mehr Schaden machen als das Drachenschwert. Vor allem, wenn wir es auf plus 5 bringen, macht es schon mal 120 Grundschaden und dann nochmal einen höheren Plusschaden, weil das steigt auch jedes Mal beim Verbessern der Waffe an. Das heißt, irgendwann kann es sein, dass wir 120 Schaden plus 85 haben, dann sind wir schon mal 5 Schaden höher als mit dem geraden Drachenschwert. Was schon ein bisschen besser ist. Aber wenn wir die Waffe zum Beispiel danach auf plus 10 haben, das Langschwert, dann macht es 160 Schaden, Grundschaden, plus 100 Bonusschaden. Das ist dann schon mal ein ganzes Stückchen mehr als das Drachenschwert mit 200. Was sauteuer zum Upgraden ist halt. So, als nächstes wollen wir da die Kirche hoch. Hier rum. Erst einmal den hier aus dem Weg räumen. So. Der geht jetzt mittlerweile auch viel einfacher. Wenn wir nicht gerade gegen die Wand hauen. Wenn er in der Haltung ist, ist er gefährlich, weil dann kann er einen Riposte machen. Also einen starken Konter. Und der kann uns dann ewig viel Leben abziehen. Wenn er uns dann seinen Degen in den Hals rammt. So, hier kommt eine gemeine Stelle. Weil hier ist ein Channeler, der da drüben gerade tanzt. Und wenn der tanzt, dann macht er seine Zombies besser. Also müssen wir hier aufpassen, und sonst kriegen wir ziemlich viel Schaden rein. Au. Wenn er uns mit seinem Seelenpfeil beschießt, so heißt der Zauber übrigens, den er da benutzt, dann macht uns das auch durch Schildschaden, weil der Angriff eben magisch ist. Und nicht physisch. So. Die sind wir erst einmal los. Jetzt müssen wir uns um den Channeler selber kümmern. Genau, schieß einfach gegen die Wand. So, zwei Schläge und er ist weg. Und der hier taucht auch nicht mehr auf. Also der Benarikin-Ritter da drüben und der Channeler, die tauchen beide nicht mehr auf.
Und ich habe da unten was übersehen, merke ich gerade. Weil ich unbedingt mein Schild upgraden wollte. Das ist etwas Wichtiges, das holen wir uns. Sofort. Das lassen wir nicht da liegen. Das ist nämlich eine Feuerhüterseele. Ja. Und was eine Feuerhüterseele ist, erkläre ich euch. Feuerhüterseele steigert die Macht des Estus-Flakons. Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung ihres Leuchtfeuers und zieht die ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschlichkeit an ihrer Seele zerrt, kann sie die Macht des Estus-Flakons steigern. Ein verstärkter Estus-Flakon birgt dichteren Estus, was eine Zunahme ihrer regenerierten TP mit sich bringt. Also ja, wenn wir eine Feuerhüterin-Seele zu einer Feuerhüterin bringen, dann verstärkt sie unseren Estus-Flakon damit. Das heißt, der Estus-Flakon wird zu einem Estus-Flakon plus 1, mit dem wir uns besser heilen können. Macht ja auch Sinn. Naja, in Dark Souls scheint vieles wenig Sinn zu machen, aber es macht einfach Sinn. Die Feuerhüterin-Seele verstärkt unseren Estus-Flakon, wie auch immer, das macht eben keinen Sinn. Aber dass ein besserer Estus-Flakon uns besser heilt, das macht dann schon eher Sinn. Und ja, ich habe ja schon mal angesprochen, was ich denke, dass Estus ist. Estus ist einfach die Wärme eines Leuchtfeuers. Und diese Wärme können wir halt durch einen besseren Estus-Flakon verdichten. So, als nächstes wollen wir hier lang, an diesem Ritter vorbei. Wow, den haben wir aber gut erwischt. Er uns dafür auch. Trinken wir einen Schluck und gehen dann weiter. Einmal durch die Stühle ruhig rollen, ein bisschen Flurschaden anrichten. Und hier hinten den Typen Fass, hallo sagen. So. Der hier ist leider schon tot. Dem können wir nicht mehr helfen, aber wir können ihm seine Menschlichkeit klauen. Ja, sehr nett, oder? Aber ja, wir brauchen jede Menschlichkeit und jedes paar Seelen, was wir finden können. Und lieber einem Verlorenen plündern, also einer Leiche, als irgendjemanden dafür töten zu müssen. So, und hier brauchen wir den Geheimschlüssel. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Ja, wir helfen ihm mal, dem goldenen Ritter. So, einen Geheimschlüssel benutzt. Wie ich sagte, den brauchen wir hier. Und nun können wir mit ihm hier mal reden. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ja, er verspricht uns eine Belohnung dafür, dass wir ihn gerettet haben. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Ja, er hat diese Belohnung noch gar nicht für uns. Ja, also das hier ist Lautrec aus Karim, einem anderen Land in dieser Welt, so wie Astora. Aber ich persönlich mag Karim nicht so wirklich. Denn Karim ist voller Sünde, mal kurz gefasst. Also die Leute aus Karim sind ein bisschen... Ja, das sieht jetzt lustig aus, geh weg. Die Leute aus Karim sind ein bisschen durchgedreht. Verrückte eben. So, jetzt wollen wir erstmal wieder hier runter. Da drüben geht es zwar noch weiter, aber wir haben noch andere Gebiete hier unten zu erkunden. Da lang gehen wir erst später, wenn wir das alles erkundet haben und wenn ich mein Schild auf plus 5 habe. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Farmen reinbaue, ob ich da einfach das rausschneide oder ob ich einfach vorspule das Grinden, weil jetzt geht es dann halt darum, dass ich ein paar große Spritter hier sammeln muss bei den Gegnern. Ein paar kleine Scherben meinte ich, große Spritter kommen erst später. Jetzt habe ich schon verraten, aber egal. Also dann geht das jetzt mal auf zum Farmen.